Guten Morgen, ihr kleinen Hasen in Vasen. Es ist 7 Uhr morgens, ich bin müde as fuck. Also ich glaube, es gibt Menschen, die brauchen 5 Stunden Schlaf und es gibt Menschen, die brauchen 8 Stunden Schlaf. Ich bin ein Mensch, ich brauche 14 Stunden Schlaf. Aber es passiert heute etwas sehr, sehr Aufregendes. Und zwar bin ich gerade schon im Safari-Gelände. Wir machen jetzt gleich eine Wanderung und würde sagen, wir stiefeln jetzt einfach mal los. Als krasse Fashionista habe ich mir hier mal so ein paar richtig coole Teile gegettet. Das nennt man auch Blutegelstulpen. Ja, anscheinend gibt es hier viele Blutegel. Naja, jetzt bin ich geschützt. Guten Morgen, Leute. Ich habe mir gedacht, dass ich euch einfach in den nächsten Tag mit reinnehme, weil gestern waren wir ja, wo waren wir denn gestern? Genau, in diesem Safari-Park und dann waren wir noch ein bisschen in der Stadt, aber irgendwie ist dann gar nicht mehr viel passiert und ich war mega müde und deswegen habe ich gedacht, dass ich einfach den Tag jetzt mit reinnehme. Ich bin jetzt wieder im Basis, wie heißt denn das hier? Dieses, also da in der ersten Unterkunft, in der wir gewesen sind und heute fahren wir zum Strand, ja. Wisst ihr, wie lange ich das Meer nicht mehr gesehen habe? Ja, und einfach wie krass, so kurz vor Weihnachten ist man noch mal kurz am Meer. Also ich fühle mich, als würde ich heute den übelsten Luxus begehen. Ja, ich laber nicht groß drum rum, es gibt schon Frühstück und ich will nicht schon wieder die Letzte sein. Wir fahren jetzt los an den Strand. So Leute, ich wollte mit euch noch eine kurze Tour machen, weil ich das so geil finde und ich wollte euch das mal zeigen. Da sind die Häuser und so. Und hier geht es in den Garten. Also hier ist ein Teich. Ja, was ist ein Teich? Es ist schon fast ein See. Und hier geht es in den Garten. Und das ist einfach so krass. An manchen Stellen ist einfach ein Bananenbaum oder ein Pfefferbaum oder ein Spinatbaum. Dann ist wieder ein Quadratmeter Ingwer oder Kurkuma auf dem Boden. Und das Gelände ist so, so riesig. Also hier ist, warte, ich gehe da mal näher dran. Ein Ort, den ich sehr gerne zwischendurch besuchen würde, aber einfach keine Zeit habe auf dieser Reise. Wir machen ja das ganze Programm in kurzer Zeit. Deswegen habe ich leider nicht die Möglichkeit, das hier zu nutzen. Wie geil ist das bitte? Ich würde auch voll gern so eine Hängeliege haben. Oder diese Stühle, ohne Witz, es ist so bequem. Das haben die sowieso voll drauf. Also in Asien auf jeden Fall, vielleicht allgemein in warmen Ländern. Ich weiß nicht, war ja hauptsächlich in Asien bisher unterwegs. Die haben immer so ein Gefühl für unfassbar bequeme Sitzgelegenheiten. Also so Sitzkissen und die geilsten Sessel und bunte Farben und in der Luft hängend. Manchmal gehe ich einfach so durch die Gegend, wie jetzt gerade. Und auf einmal fällt mir wieder ein, was es hier für krasse Spinnen gibt. Und dann schiebe ich richtig Panik. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich habe eigentlich ursprünglich eine richtig krasse Spinnenphobie gehabt. Und jetzt mittlerweile habe ich mich so ein ganz bisschen therapiert, dass es ein bisschen besser geworden ist. Aber die Spinnen, die es hier gibt, das, wenn ihr da so ein paar Meter weiter geht, steht ihr halt mitten im Regenwald. Ich weiß gar nicht, nennt sich das schon Regenwald? Tropischer Wald. Und hier gibt es halt einfach Riesenspinnen, also Spinnen, die fast so groß sind wie die Handfläche. Die sind nicht giftig, die sind nicht gefährlich, aber ich habe einfach, ich weiß nicht, die Leute von euch, die das auch haben, die wissen genau, was ich meine, wenn ich sage, dass der Körper dann so mit so einer Panik und so einem Ekel reagiert. Und es ist unfassbar anstrengend, davor Angst zu haben, weil alle Menschen so, also viele Menschen dann da so chillen, wenn da einfach so ein Riesenvieh die Wand hochgeht und ich raste halt aus wie eine 12-Jährige, ne? Ich habe ihr heute Morgen schon auf Snapchat gesagt, ich bin so froh, dass ich ein Moskitonetz habe. Also ein Moskitonetz, was ich unter meine Matratze schieben kann. Das heißt, nachts, wenn ich schlafe, kann nicht auch nur ein Insekt, da müsste schon ein Waschbär kommen, um unter dieses Netz zu kommen. Dass ich wenigstens in der Situation, wo ich am meisten verletzbar bin, ja, bin ich geschützt. Ich finde es übrigens ganz nett, mit euch hier so einen kleinen Spaziergang zu machen. Das können wir öfter machen. Aber bei mir zu Hause sieht es jetzt nicht so spektakulär aus. Ich frage mich halt echt, wie das wird, wenn ich nach Hause komme und so vom absoluten Hochsommer in die Winterzeit, in die Weihnachtszeit reinkomme. So, ich gehe jetzt mal zum Frühstück. Mal gucken, was es so gibt.
Das ist so krass, Leute. Wir kriegen hier fast zu 80% nur ayurvedisches Essen. Also super gesund und ausgeglichen. Und ich habe überhaupt keinen Heißhunger mehr. Also es ist, ich habe überhaupt nicht mehr dieses, boah, jetzt hätte ich Bock auf eine Pizza oder auf Schokolade. Das ist halt komplett weg, weil ich den vollen Entzug, also ich weiß es nicht, ich habe es nicht gemerkt, aber ich, ja. So Leute, bevor ich mich umziehe, werde ich jetzt erstmal den Strand abchecken. Ich muss eigentlich noch Bikini anziehen und auf Toilette, aber ich habe so lange kein Meer gesehen, dass ich so gespannt bin und es ist so schön, barfuß auf Sand zu laufen. Stellt euch einfach vor, seid jetzt nicht traurig, ja? Stellt euch einfach vor, ihr seid auch hier. Ich habe ja auch nur einen Tag und ich freue mich sehr, muss ich ehrlich sagen, auf die Weihnachtszeit. Aber das darf ich nicht zu laut sagen, sonst denken die Leute, ich bin bekloppt. Das kann man machen. Schön. Wollen wir ganz deutsch schon? Ja, das war auch mein erster Gedanke, dass ich unbedingt eine Matte belegen will, ne? Aber das ist halt genetisch bedingt. Hier können wir bleiben, meinetwegen. Für immer. Ist gut? Aber es ist egal, wie das Wasser wäre. Du hättest jetzt trotzdem die Daumen hochgehoben, oder? Habe ich mir schon gedacht. Ich freue mich gerade voll auf den Moment, das erste Mal die Beine wieder ins Wasser zu stellen. Hier geht es schon ordentlich ab. Oh, das ist recht warm. Krass, ich habe jetzt erwartet, dass es kälter ist. Es ist richtig lauwarm. Was will man halt mehr als eine Hängematte zwischen zwei Kokosnusspalmen? Wir sind jetzt zurück vom Strand. Es gibt heute Abend irgendwie Kulturprogramm. Ich habe keine Ahnung, was passiert, aber unten in der untersten Etage sind gerade Männer dabei, sich sehr abgefreakt zu schminken. Ja, ich habe übrigens mein anderes Lieblingskleid an. Tada! Ja, kann man nicht besonders gut sehen, Jaco, aber als ob du jemals ein gutes Bild gehabt hättest. So Leute, ich weiß nicht, ob ihr mich hören könnt, aber das ist das Kulturprogramm. Ich habe keine Ahnung, was da unten abgeht, aber wir schauen uns das jetzt mal an. Es sah von Weitem sehr verrückt aus. Versteckt. Ich glaube, es ist irgendwo ein Loch im Moskitoschutz hier. Ich habe das ganze Badezimmer voller Moskitos. Ich muss morgen mal Bescheid sagen, ey. Auf jeden Fall ist der Tag jetzt vorbei. Der Tag war richtig, richtig schön. Ich bin richtig gechillt. Das Kulturprogramm eben war wirklich crazy. Aber ziemlich cool, Mann, diese Kostüme. Ja, morgen schauen wir uns die Backwaters an und gehen nochmal in eine andere Stadt. Da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, es wird ein cooler Tag, ein entspannter, cooler Tag. Und wir sehen uns morgen, ihr kleinen süßen Hasenfüßchen. Ihr seid kleine süße Mäuschen in einem Häuschen. Kleine Hasen in Vasen und Würmchen in Türmchen und Schnecken in Ecken. Und falls euch noch weitere Reime anfällt, schreibt sie in die... Oh mein Gott, Leute, ich bin so verstrahlt. Ich schwöre, ich laber nur noch Scheiße. Ich wünsche euch eine gute Nacht.